und singen statt Abitur. Zwei Mädchen setzen alles auf die Musik. Stellen Sie sich vor, liebe Zuschauer, Ihre Kinder bringen beste Noten mit nach Hause, Abitur kein Problem, doch eines Tages wollen Sie die Schule schmeißen. Ich als Vater würde ja da die Krise kriegen, aber wir zeigen Ihnen jetzt zwei Schwestern, die genau das gemacht haben und ihre Eltern unterstützten sie sogar dabei, denn die ganze Familie glaubt fest an die Musikkarriere der Geschwister. Talents haben die beiden jedenfalls genug, wie ich finde, und ihre Vornamen haben sie uns gleich noch sympathischer gemacht. Inken Jacobi. Ich bin die Mona. Ich bin die Lisa. Ich spiele Schlagzeug und Gitarre und ich singe. Und ich spiele hauptsächlich Gitarre, Leadgitarre vor allem und die Ukulele und ich singe. Die Zwillinge aus der Nähe von Wien sind 18 und machen Musik, seit sie denken können. Früher haben sie die Songs von anderen gesungen, heute ihre eigenen. Mit Backe, Backe, Kuchen fing alles an. Mit 13 hatten sie ihr erstes öffentliches Konzert, damals auf der Bühne die ganze Familie. Ihr Vater Rudolf ist Musiker und hat ein eigenes Tonstudio. Uns hat das halt immer fasziniert, wenn da irgendwelche Musiker da waren oder Instrumente halt herumgestanden sind. Die Beatles, Bob Dylan und Paul Simon lieben sie, die Songs der 60s, obwohl sie da noch gar nicht geboren waren. Heiter, fröhlich und unbeschwert sei diese Musik, wie ein Sommertag an der Donau. Aber manche Lieder sind auch ganz persönlich. Wie dieses Lied über ihre geliebte Oma. Und zwar hatte sie Alzheimer und mehrere Jahre mit uns gewohnt, bevor sie verstorben ist, leider letzten Herbst. Und da sind wir öfter spazieren gegangen mit ihr und sie ist stehen geblieben und hat dann ihre Hand gegeben und hat gesagt, das weite, weite Land. Das war irgendwie so, wir haben dann gesagt, so das als Synonym zu nehmen für ihre Welt, in der sie so gelebt hat, in die wir aber nicht so viel Einblick hatten. Die ganze Familie bastelt mit an der Karriere der Zwillinge. Im eigenen Tonstudio nehmen sie die Songs auf, mit dem Vater komponieren und texten sie. Michaela, ihre Stiefmutter, kümmert sich ums Marketing. Wir sind ein Team, wir sind zu viert. Wir haben das Glück, dass uns allen die gleiche Musik gefällt. Gerade ist die erste CD der Zwillinge mit eigenen Songs fertig geworden. Ihr ganzer Stolz. Wenn du ein Lied geschrieben hast und das gab es bisher nicht und du hast es jetzt sozusagen gepflanzt und das wird für immer existieren und kann da keine wegnehmen. Das ist schon was sehr Besonderes. Das hatte seinen Preis, denn je mehr Musik sie machten, desto weniger Zeit blieb für die Schule. Sie trafen womöglich die Entscheidung ihres Lebens, verließen das Gymnasium nach der 9. Klasse trotz 1er-Notendurchschnitt. Machen jetzt Musik statt Abitur. Na, weil es einfach das war, was uns am meisten Spaß macht und wir uns nicht wirklich vorstellen könnten, irgendwas anderes zu machen. Und ja, das ist einfach, ich glaube, es war einfach die Freude daran, an dem, was wir machen. Und Talent ist, glaube ich, da. Also haben wir einfach gesagt, ist am besten so. Wir sind so talentiert. Das Talent ist da. Das über sich selbst zu sagen. Während wohl die wenigsten Eltern dabei mitspielen, wenn Kinder die Schule schmeißen, machten ihre sogar mit. Also trotz der Einsprüche von Bekannten und Verwandten, die durchaus berechtigt sein mögen, weil wir haben uns das ja auch nicht gleich gemacht, hat überwogen die Idee, dass sie, solange sie jung sind, Karriere machen sollen. Mit 14 gleich nach Schulaustritt ging es ab nach Australien. Ein halbes Jahr Englisch lernen, die Sprache, in der sie texten und singen. Stets im Gepäck die Leidenschaft für Musik. Sie stellen sich da hin, irgendwo, und spielen für die Leute. Und die bleiben stehen und da freuen sie sich. Um jeden Preis berühmt werden, das ist nicht ihr Fall. Castingshows lehnen sie stets ab, auch wenn sie schon mehrfach bei ihnen angefragt haben. Sie wollen sich nicht verbiegen lassen. Wir glauben, dass man oft sich verkauft. Also man gibt Rechte ab, man
kann ich das machen, was man wirklich will. Weil die Verträge einfach eine Frechheit sind. Also es sind wirklich eine Ausbeutung von Künstlern, von jungen Künstlern, die noch nicht erfahren genug sind. Über YouTube, Internet und mit Konzerten wollen die Zwillinge es schaffen. Seit kurzem mit ihrer eigenen Band, den Mona Lisa Twins. This boy is mine. I'm feeling fine. Oh, yeah. Es ist extrem viel Arbeit, aber es ist es wert. Und ich bin der Meinung, dass wir das für uns perfekte Leben leben. Auch wenn sie von diesem Leben noch nicht leben können, Mona und Lisa glauben fest, auch das wird noch kommen. Glück, das ist für die einen die Musik, für die anderen das Gefühl von Freiheit. Mit unserem Glücksmoment verabschiede ich mich von Ihnen. Das war's von Mona Lisa. Nächsten Samstag empfängt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Barbara Halbig. Machen Sie noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.